Flughafen Köln-Bonn. Die Polizei weiß nicht Bescheid, geschweige denn das Flughafenpersonal. Doch tatsächlich, er ist schon da. Einen Tag früher als offiziell verkündet, mit kleiner Eskorte, unauffälliger als erwartet. Medienscheu ist er, hat man uns gesagt. Bilder von Jackson kriegt ihr nie. Und so ganz und gar anders wirkt er auf uns. Freundlich winkend und gut gelaunt. Michael Jackson will endlich mal den Kölner Dom sehen, verrät uns sein Pressesekretär. Und wir folgen ihm auf Schritt und Tritt. Und das ist gar nicht so einfach, vor allem für den Kameramann. Denn Jacksons Bodyguards arbeiten hartnäckig und raumgreifend. Die sonst so gut informierten Kölner staunten nicht schlecht, als der Megastar den Dom verließ. Es war für Jackson nur ein kurzer Auftritt in der Öffentlichkeit und schon flüchtete er sich zurück ins Auto. Die letzte Chance für uns, ein paar Augenblicke von Michael einzufangen? Auch der erste Pressefotograf nahm in diesen kurzen Minuten seine Chance wahr. Wir überließen Michael Jackson den Kölnern und fuhren nach Duisburg. Die Rhein-Ruhr-Halle war sein Ziel. Auch hier Überraschung und Staunen, schließlich hatte das ZDF-Team um Wetten, dass seine Ankunft erst 24 Stunden später erwartet. Oder vielleicht gar nicht, schließlich hat Jackson schon größere Auftritte abgesagt. Der einzige Kommentar zu diesem Überfall, Jackson wolle nur die Bühne testen. Und das tat er. Die Musik hatte er offenbar im Ohr. Wir glaubten, Dangerous gehört zu haben. Mike
Michael Jackson live im ARD-Morgenmagazin. Im ARD-Morgenmagazin. Die Kollegen vom ZDF werden wie gelähmt sein. I appreciate very much that the ARD-Morgenmagazin chauffeur is address. Thank you very much. How are you doing? Very fine, thank you. You're okay? Ich will das mal lösen. Das ist natürlich nicht Michael Jackson, sondern das ist ein Junge aus Holland. Damio, is that correct? Damio Jackson, der auch Deutsch spricht, deswegen können wir jetzt Deutsch weiter sprechen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Michael Jackson zu werden? Oh, ich konnte keine Heino nachmachen. Sie können auch Heino nachmachen, so sehen Sie aus. Können Sie nicht, nein? Und darum habe ich Michael nachgemacht. Können Sie denn auch singen und, oder nur tanzen? Weil ich habe zwei CDs auf die Mar, Get on the Floor in Summer Street Park. Und nächsten Monat kommt einer mit meiner Schwester Vera, Dancefloor raus. Das heißt, da singen Sie auch, da tanzen Sie nicht nur? Ich singe auch, ja. Das heißt, Sie können, wenn Sie auftreten, treten Sie dann als Michael Jackson-Imitation auf oder sind Sie dann Sie selbst? Ich bin dann Damio Jackson mit unserer Michael Jackson Show und Damio Jackson Songs. Das sind also Ihre eigenen Lieder, Ihre eigenen Songs, die Sie singen. Treten Sie auch in der Bundesrepublik auf? Ich mache 200 Shows pro Jahr. Hier auch in der Bundesrepublik zum Teil? 200 Shows. Also da kann man durchaus von leben. Ich lebe alles seit 1984. Und Sie leben schlecht oder leben gut davon? Ich kann meine Hypothek noch bezahlen. Ja, das ist sehr beruhigend. Die beiden Herren, die bei Ihnen sind, warum sind die dabei? Ist das Teil der Show oder brauchen Sie die wirklich, um einigermaßen sicher durch die Straßen gehen zu können? Oh, sicher. Ich brauche die sehr, sehr gut. Weil manchmal sind die Fans so aufdringlich, dass ich mich schützen muss. Ist es denn schon passiert, dass Sie auf der Straße von Michael Jackson gehalten worden sind und die Fans, was mir leider Gottes nie passiert, auf Sie eingedrungen sind? Oh ja, ja, aber die wollen nicht glauben, dass ich kein Michael bin. Aber okay. Das heißt, Sie haben alle Hände voll zu tun, zu sagen, ich bin nicht Michael Jackson. Sage ich auch, aber die sagen, doch, du bist Michael Jackson. Also wenn Sie mir einen Tipp geben würden, wen sollte ich denn nachmachen? Heino? Nein, Sie selber, Sie sehen gut aus. Okay, oh, herzlichen Dank, das hat mir noch nie jemand gesagt. Ich bedanke mich jetzt herzlich, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.